den Hans Herbert von Rüdesdorf gesprochen. Am Telefon, Rüdesdorf, genau. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name. Und zwar rufe ich von der Bearbeitungszentrale an, Herr von Rüdesdorf. Ich bin Sacharbeiterin. Ich habe Ihre Unterlagen gerade vor mir liegen. Ja. Sie haben durch die allgemeine Geschäftsbedingungen Ihre Daten freigegeben, sind in einen Register gelandet, wo Sie für kostenlose Spiele sichtbar sind. Schön. Da haben Sie einen... Bitte? Das ist gut, oder? Eigentlich ist das nicht gut, weil Ihre komplette Bankverbindung hier mit drin ist. Ihre IBAN, Ihre Kontonummer. Oh. Jeder Anbieter hat Zugriff auf Ihre Daten. Sie sind ja mit Ihrer IBAN-Nummer drin, die mit der DE94 anfängt und mit der 81 aufhört, Herr von Rüdesdorf. Ich dachte gerade schon, es gibt mal Anlass zur Freude. Das hört sich nicht gut an. Nein, Sie sind von der Polizei, oder? Nein, ich bin nicht von der Polizei. Ich bin von der Bearbeitungszentrale. Ich habe Ihre Unterlagen von der Lotteriegesellschaft zugeschickt bekommen. Ja. Da haben Sie ein Spiel offen, das nicht beendet worden ist. Das hat sich jetzt kostenpflichtig verlängert bei Ihnen. Und jetzt habe ich die Unterlagen. Ich muss Ihnen das Lastschriftverfahren mit 12x89 rausschicken. Nee. Aber ich als Sacharbeiterin bin einmal gesetzlich verpflichtet, Sie darüber zu informieren, dass Sie überhaupt sowas haben, Herr von Rüdesdorf. Das ist gut, dass wir darüber sprechen. Weil Sie haben ja Ihre komplette Daten freigegeben, ob bewusst oder unbewusst. Sie sind in einem Register für kostenlose Spiele sichtbar. Jeder Anbieter hat Zugriff auf Ihre Daten, deswegen habe ich Sie heute einmal angerufen. Sind Sie da unbewusst hineingeraten oder sind Sie ein Spieler, Herr von Rüdesdorf? Ich hab mal getrunken früher, aber Glücksspiel habe ich nie gemacht. Ne? Ich will das nicht. Ne? Okay, was ich machen kann für Sie, Herr Rüdesdorf, das ist eins, die 12x89 bei Ihnen auf der Bank stoppen, dass ja. das einmal nicht abgebucht wird. Unbedingt, ich rufe da gleich an bei der Sparkasse, ne? Brauchen Sie nicht, Sie können gerne anrufen, aber die Bank kann da auch nichts machen. Sie können gerne, weil morgen ist der Stichtag mit den 12x89. Ach meine Güte. Deswegen rufe ich Sie heute an. Ich würde gerne die 12x89 bei Ihnen auf der Bank stoppen, dass das nicht abgebucht wird. Ja. Dann würde ich Sie gesetzlich auf die Kündigungsfrist auf 3 Monate runterstufen. 3 Monate ist ja die Kündigungsfrist in Deutschland, die wir haben. Mit den 3 Monaten werde ich einmal das Spiel kündigen und Ihre Daten aus dem System nehmen mit den 12 Monaten A89. 95, was mit Ihrer IBAN-Nummer auch rauskommt. Wer will das denn haben von mir? Wer ist denn da so frech? Das ist die staatliche Lotterie 6/49, die jeden Dienstag und Freitag CDF und ARD diese Ziehungen gezogen werden. Ach, das ist ja schrecklich. Die wollen das von Ihnen haben. Ja? Das ist ja schrecklich, dass das Land das nötig hat, so mit alten Leuten umzugehen. Ja, das ist leider so. Das muss ich Ihnen, da gebe ich Ihnen mal recht. Aber wie gesagt, Herr von Rüdesdorf, wenn Sie da unbewusst hineingeraten sind, können wir Sie nochmal mit den 3 Monaten rausholen. Das ist die gut. 3 Monate würde ich auch mit dem Betrag runtergehen. Ich sehe gerade, Sie sind 51er Baujahr. Sie sind Rentner, ne? Genau. Okay, dann haben Sie bestimmt nicht so viel Geld. Dann würde ich diesen monatlichen Beitrag von 89 auf die 49,50 runtergehen. Mehr kann ich nicht gehen. Das ist das Minimumste, was ich da machen kann mit dem Preis. Anstatt die 89 Euro, dann 49,50. Das ist ja immer noch schrecklich. Ich weiß, wenn es in meiner Hand liegen würde, Herr von Rüdesdorf, würde ich Sie komplett rausholen. Wenn ich das einmal mache, Sie komplett rausholen, ohne irgendwas zu machen, dann wird mein Chef zu mir kommen und zu mir sagen, Frau Nowalski, sagen Sie mal, wie machen Sie denn Ihre Arbeit? Dann würde ich meine Arbeit riskieren. Das ist nicht Aber gut. ich kann,
Ja. Ich kann aber sie von den 12 Monaten auf die 3 runterstufen. Das ist auch eine Menge. Also da ist schon ein großer Betrag hier mit 12 mal 89. Das ist fast 1000 Euro. Ja, ich weiß. Das ist ja katastrophal. Katastrophal. Ja, katastrophal. Aber wie gesagt, ich kann das nur auf Minimum setzen. Ich rechne gerade aber aus. Meine Güte. 98. Oh, das macht 1000 Euro und 68 Cent, genau. So viel kriege ich in aber 2 Monaten Rente. Okay, ja. Und, aber die 3 Monate wären 49. Das hängt in April an. April, Mai, Juni. Ja. Ja. Und nach diesen 3 Monaten sind sie dann aus der Sache komplett heraus. Die 12 Monate hole ich dann aus dem System raus. Ja. Ja? Das ist gut, dass Sie mir da helfen. Ich wüsste ja sonst gar nicht, was ich machen soll. Um Gottes Willen. Das ist immer, ich habe so viel, ich habe heute Morgen schon 3 Kunden gehabt, die genauso wie Sie unbewusst hineingeraten sind. Sie wussten noch nicht mal, dass sie in einem Register sind, wo sie im Internet für kostenlose Spiele sichtbar sind. Ich habe ja nicht mal Internet, ich bin blind. Ich kann das ja gar nicht nutzen. Herr von Rudersdorf, wenn ich jetzt mit Ihnen die Unterlagen vorbereite, für die 3 Monate, würde ich einen Datenabgleich machen. Bei dem Datenabgleich werde ich Ihre IBAN vorlesen. Haben Sie die im Kopf? Ja, wenn man nicht lesen kann, muss man sich alles merken. Ja. Ich kann zwar nicht mehr viel machen, aber der Kopf, der funktioniert noch gut. Das ist gut, weil hätten Sie das jetzt nicht in den Kopf, dann können Sie mir das ja nicht lesen, oder? Nee, lesen ist schwierig. Ich meine, da ist Brailleschrift drauf, ne, für solche Fälle, aber ich habe das im Kopf. Aber jetzt sagen Sie, wenn man da unbewusst drinnen steht, muss man trotzdem bezahlen. Das kann ja auch irgendwie nicht sein. Das könnte ja jeder bei mir an die Haustür kommen und Geld von mir nehmen. Ja, die AGBs, die Sie zugestimmt haben. Habe ich ja nicht. Das ist es ja. Also, wo soll das denn gewesen sein? Also, Herr von Rudersdorf, Sie haben durch die AGBs Ihre Daten freigegeben. Ja, aber wo denn? Bei wem denn? Ich gebe Ihnen jetzt, am meisten passiert das natürlich, wenn wir im Internet sind. Habe ich ja nicht. Schauen Sie mal, wenn Sie nur mit einem Rabatt einkaufen, mit einer Punktesammlerkarte einkaufen. Ach, die von Netto? Ja, da gehen Sie einmal bitte über die Karte. Ich krieg da 20 Cent Rabatt auf eine Tüte Kaffee und danach muss ich Lotto spielen. Na, wenn die Hunde von Netto mir das gesagt hätten, bringe ich gleich nachher zurück die Karte. Das ist ja schrecklich. Herr Rudersdorf, wissen Sie, wie das funktioniert? Auf dieser Karte, die geht einmal über die Kasse durch. Der erste Piep ist, wir tun die Tagesangebote zustimmen. Der zweite Piep ist, wir geben unsere Zustimmung an Freigabe unserer Daten an kostenlose Gesellschaften. Oh Mann. Da sind diese kleingedruckten AGBs. Die ersten 2 Seiten, sie sind sehr dick geschrieben. Die letzten Seiten, die können wir nur noch mit der Lupe lesen. Ich sogar kann sie nicht so lesen. Aber ich dann erst recht nicht. Das ist ja richtig mies von denen. Und dann hat Netto mich bei der staatlichen Lotterie angemeldet. Also es ist so funktioniert. Also ich erkläre Ihnen jetzt mal, wie es funktioniert. Also wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ja. Die haben mit ihrer Punktesammlerkarte haben sie eingekauft. Ja. So. Die Karte ist einmal über die Kasse durch. Da haben sie die Tagesangebote zugestimmt. Der zweite Piep da war, wir geben unsere Daten an kostenlose Spiele mit frei. Ja. Ja, so sind sie in diesem Spiel überhaupt bei der staatlichen Lotterie in den Verteiler reingerutscht. Oh, das ist jetzt ja schrecklich. Jetzt sind kostenlose Spiele sichtbar. Also alles, was kostenlos ist, sind sie mit ihren Daten sichtbar. Ja, aber es ist ja nicht kostenlos, haben Sie doch gerade gesagt. Das kostet Geld. Natürlich, das ist ja das Problem. Die ersten Phasen sind kostenlos. Und wenn Sie die kostenlose Phase
nicht fristgerecht kündigen, Herr Rudersdorf, ja, dann kommen die kostenpflichtigen Phasen, genauso wie jetzt bei Ihnen die 12 Monate gekommen sind. Ja. Ja, so sind Sie in den System reingerutscht. Ja. Ich kann Sie mit den 3 Monaten rausholen, wenn Sie das möchten. Wenn Sie sagen, Sie wollen die 3 Monate nicht in Anspruch nehmen, Herr von Rudersdorf, muss ich Ihnen leider sagen, dass ich die 12 Monate restkräftig machen muss. Nee. Die werden ab morgen dann restkräftig. Dann ist doch lieber, dass wir Sie auf die 3 Monate runterstufen und Ihre Daten mit den 3 Monaten, mit den 12 Monaten aus den Registern nehmen, so dass sie nicht immer wieder an kostenlose Spiele mit eingetragen werden. Nee, das dann ist ja nicht kostenlos, dann weg damit. Nein, deswegen ja. Die ersten Phasen sind immer kostenlos. Aber wenn Sie die kostenlose Phase nicht fristgerecht kündigen, kommen die kompletten Spielperioden. Verstehen Sie? Nee, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Können Sie das nochmal wiederholen? Ja, also, Sie nehmen immer als eine kostenlose Phase mit frei. Also, sage ich jetzt mal, 1 Monat haben Sie kostenlos mit teilgenommen. Da Sie die kostenlose Phase nicht fristgerecht gekündigt haben, sind Sie mit den 12 mal 89 dabei. Ja, 89 Euro? Das will ich nicht. Gut, wenn Sie das nicht möchten, werde ich Sie jetzt gesetzlich auf die Kündigungsfrist auf die 3 Monate runterstufen. Dann sind Sie nur noch mit den 3 Monaten dabei und ich werde dann die 12 Monate hier aus dem System entfernen und Sie halten die 3 Monate einmal sauber. Sollten Sie die 3 Monate nicht zahlen, zurückbuchen oder widerrufen, Herr von Rudersdorf, werden die 12 Monate wieder rückgängig gemacht, ja, und dann können wir Ihre Daten nicht mehr löschen. Das wäre nicht Sie gut. Mit 12 Monaten, ja, dann wären Sie mit den 12 Monaten drin und dann geben Sie der Lotteriegesellschaft die Möglichkeit, dass die 12 Monate restkräftig werden. Bitte nicht machen, nee, weil dann freut sich die Lotterie. Ja? Diese Schweine, das ist ja unglaublich. Ja. Das ist so. Okay, von Herrn Rudersdorf, ich mache jetzt eins, das. Ich tue jetzt die 12 Monate bei Ihnen auf der Bank stoppen. Gut. Und tue sie jetzt auf 3 Monate runterstuppen. Das habe ich ja schon gemacht, wo ich mit geredet habe. Ja. Sparkasse Zwickau. Da habe ich jetzt die 12 mal 89 gestoppt. Wie ist ich das denn? Kann man das in Raten zahlen? Nein. Also, das wird immer am Monatsende angefordert. Diese 49,50. Ich muss ja, da zahlt die Krankenkasse ja auch nicht. Ich muss ja die Krebsmedikamente so viel dazu bezahlen. Kann man das nicht in Raten machen? Nein, das geht nicht. Das nimmt die Lotteriegesellschaft nicht an, Herr von Rudersdorf. Das ist schlecht. Die 3 Monate fängt bei Ihnen im April erst an, nicht den Monat. Ab Ende des Monats wird das dann angefordert. Wenn Sie das nicht zahlen, dann weiß ich auch nicht, dann werden die 12 Monate wieder rückgängig gemacht. Wie meinen Sie das? Also wenn ich jetzt Sie auf die 3 runterstufe, ja, sind die 3 Monate, also müssen Sie die einhalten, damit die 12 Monate dann nicht rückwirkend an Ihnen zugesendet werden. Ja. Wenn jetzt die sagen, Ratenzahlung, das geht nicht. Und wenn sie die jetzt nicht zahlen können, wird die Lotteriegesellschaft die 12 Monate dann restkräftig machen und das wird dann mit der IBAN-Nummer restkräftig. Oh, ist das eine Sauerei alles. Das gibt's ja nicht. Jetzt muss ich mich entscheiden, ob ich in den Knast komme oder an Krebs sterbe. Ach, nein, um Gottes Willen. Herr von Rudersdorf, wenn es in meiner Hand liegen würde, würde ich sie jetzt komplett rausholen. Aber leider habe ich die Möglichkeit nicht. Wenn ich das jetzt machen würde, wird mein Chef zu mir kommen und wird sagen Sie mal, Frau Nowalski, was machen Sie denn da? Ja, aber es gibt doch, wir haben ja in Deutschland nach Handelsgesetzbuch die Vertragsfreiheit. Da kann man doch sagen, der Mann muss seine Krebsmedikamente kaufen, der kann es in Raten zahlen. Da gewinnt man ja sowieso nichts. Das ist doch eh eine Farce. Die Lotterie wird Ihnen sagen, warum haben Sie denn einfach zugestimmt und Ihre Daten freigegeben? Doch.
Nee. Sie haben mit Ihrer Nettokarte, mit der Punktesammlerkarte Ihre Daten freigegeben. Das habe ich Ihnen eben gerade auch gesagt. Oh Mann. Ja. Das können wir hier alles sehen. Wenn ich jetzt Ihnen gesagt hätte, Sie haben irgendwo Daten freigegeben, das wäre ja wieder was ganz anderes. Aber wir sehen ja hier alles. Wie, wann, wo, was Sie alles gemacht haben. Also ist es jetzt Ihre Entscheidung, soll ich Sie auf die 3 runterstufen oder soll ich die 12 Monate unbearbeitet weiterlassen? Ich will das ja gar nicht haben. Wenn Sie das nicht haben möchten, müssen wir Sie auf die 3 runterstufen. Ja, ja. So, dann mache ich das jetzt einmal. Ich habe das ja eben gerade bei der Sparkasse in Zwickau gemacht. Die 12 Monate sind erstmal gestoppt. Die werden nicht ab morgen abgebucht. Ich mache jetzt einen Datenabgleich. Nach dem Datenabgleich fasse ich noch mal kurz alles für Sie zusammen, ja, damit Sie noch mal Kenntnis haben. Die Unterlagen kriegen Sie von mir innerhalb von 2 bis 3 Werktagen zugeschickt, Herr von Rudersdorf. Ja, das bringt mir ja nichts. Ich kann ja nicht lesen. Ja, da haben Sie bestimmt jemanden, der für Sie da ist. Wenn es mal so wäre, ne? Dann wäre das alles gar nicht passiert wahrscheinlich. Aber immerhin helfen Sie mir da weiter, ne? Hallo? Ich kann Sie nicht mehr hören. Jetzt sind auch noch meine Ohren kaputt gegangen. Hallo? Hallo, junge Frau? Jetzt hat sie aufgelegt. Technisches Problem? Oder habe ich sie wirklich so in die Schuld getrieben, dass sie jetzt aufgelegt hat? Ah, da ruft sie wieder an. Hallo? Ja, sie waren auf einmal weg gewesen. Ja, ich habe sie nicht mehr gehört. Okay, gut. So, Herr von Rudersdorf, ich mache jetzt einen Datenabgleich, ja? Und dann tu mir die Unterlagen mit den 3 Monaten vorbereiten. Ja. So, Sie heißen Hans Herbert von Rudersdorf, wohnen in der Klopstockstraße 126, Bayreuth. Die Postleitzahl ist 95445. Können Sie mir einmal Ihr Geburtsdatum nennen? Ja, das ist der 8. Mai 45. Der 8. Mai? Ja, 45. Moment. Der 8. Nein, 45? Korrekt. Okay. So. Jetzt werde ich Ihnen die IBAN-Nummer vorlesen. Die haben Sie im Kopf, ne? Ja. Okay, das ist die DE 94 87 05 5 0 0 0 3 55 05 1 0 8 1. Korrekt. Sehr schön. Okay, jetzt mache ich die Zusammenfassung. Bei der Zusammenfassung werde ich Ihnen jetzt einen Serviceanruf ankündigen. Normalerweise wird ein Kollege nochmal anrufen, aber der ist zurzeit krank. Deswegen werde ich das einmal mit Ihnen durchziehen. Hoffentlich hat er nicht auch Krebs, so wie ich. Ach, Gottes Willen. Nein, der hat Corona. Ach, herrje. Ja, das habe ich auch 2-mal geschafft. Oje. Das ist schwer, Corona zu haben. Ja, ja. Aber wenn man so Anrufe kriegt, dann wünscht man sich, dass man nicht überlebt hätte. Ach, herrje, sagen Sie sowas nicht. Na doch. Sie doch mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich nächsten Monat meine Krebsmedikamente bezahlen soll. In der Apotheke kann ich auch nicht auf Raten zahlen. Sehen Sie, und das geht ja auch nicht. So, Herr von Rudersdorf, Sie erlauben mir einmal, dass ich das Gespräch mit aufzeichnen darf. Ja. Das ist Ihre Sicherheit. Da geben Sie mir ein Ja, ob Sie mit der vorigen Beratung einverstanden waren. Das ist gemeint von 12 Monaten auf die 3. Hey, da muss warte mal kurz. Bitte? Du eigentlich
ziehe ich das ja bis zur dritten, vierten Aufnahme durch. Aber wenn du jetzt vor mir stehen würdest, ich würde dir so den Kopf abreißen, dass du einen krebskranken Mann am Telefon das letzte Geld wegnimmst. Du elendes Steckstück Dreck, Alter. Ich würde dich so kaputt schlagen, wenn du jetzt vor mir stehen würdest. Du ehrenlose Scheißratte, was du bist. Du ehrenlose Scheißratte. Du Scheißratte. Ich gebe Ihnen jetzt die 12 Monate. Verpiss dich. Du Stück Dreck, Alter. Komm hierher. Ich mach dich kaputt, Mann. Mieses Telefonbetrüger, Scheißpack. Kommen Sie doch mal vor die Straße. Ich komme jetzt bestimmt nach Antalya rüber zu dir, wo du sitzt, du widerliches Dreckstück, du hässliches. Schäm dich was, du Schlampe. Boah, Alter, ich bin so pisswütend gerade.